da Nähe zu winken. Ja, Severin, die Windgeschwindigkeiten haben sich etwas beruhigt. Es sieht danach aus, dass wir jetzt zumindest eine Topphase haben, auch wenn es weiter sehr, sehr nass ist. Philipp Sakala steht sehr aufrecht oben. Das ist kein gutes Zeichen. Aber der Wind, Sven, lässt einspringen jetzt tatsächlich wieder zu, zumindest vorübergehend. Zumindest ist es jetzt wieder in dem Sektor, den man dann auch am Anfang eingestellt hatte. Wir haben es jetzt wieder ein bisschen mit dem ganz normalen Rückenwind zu tun, den wir eigentlich vom ersten Trainingsdurchgang an gewohnt waren. Mal mehr, mal weniger.